Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Entschuldigung, meine Stimme ist noch nicht ganz da. Und wir wollen heute unboxen und Hardware wahrscheinlich in einen machen. Ich weiß es noch nicht genau. Von IKSA das Fenrir. Das passt halt super zum vom Namen her zum Kanal. Aber nicht nur deswegen, das ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, denn das ist ein Headset, was nicht USB hat, was nur am PC oder nur an bestimmten Konsolen geht. Nein, das geht an so gut wie allen Konsolen. Das hat USB und einen 3,5 mm Klinkeanschluss, wobei ich denke, dass der USB hier nur für die Beleuchtung sein wird. Werden wir uns dann angucken. Und das ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch und PC. Wie gesagt, 3,5 mm Klinkekabel. Gucken wir uns auch an, welche Klinkekabel da drin sind. Und dann werden wir auch einen Mikrofontest später machen. Also rein nur Mikrofon, ich werde da nichts beschönigen oder irgendwas dergleichen im späteren Video. Und dann werde ich wahrscheinlich auch mal das, ich denke mal, da wird ein Adapter mit bei sein, von 3,5 mm Klinke auf ein Y-Teil vielleicht, so, ja, müssen wir gucken, das werden wir dann im Unboxing sehen. Und wenn das halt mit bei ist, werde ich es auch halt an diesem Headset-Halter von IKSA testen, einmal mit dem 3,5 mm Klinke einzeln und falls so eine Y-Weiche mit bei sein sollte, damit natürlich auch. Ja. Dann würde ich sagen, ich switch jetzt mal in die Ansicht. Wir wechseln runter in die Unboxing-Ansicht. Bis gleich. So, wir haben in die Unboxing-Sicht gewechselt. Wir haben jetzt das von IKSA, das, Entschuldigung, mein Hals, das Fenrir vor uns. Passt natürlich Fenrir super zu meinem Namen, zu meinem Kanal. Nicht nur, weil es Technik ist, sondern wegen dem Namen halt, Fenrir, wegen nordischer Mythologie. Und das hat ein USB und einen 3,5 mm Klinke, wobei der USB, denke ich mal, nur für die Beleuchtung ist. Es spiegelt jetzt so ein bisschen, also rein jetzt, ich habe es noch nicht ausgepackt, rein jetzt so vom Karton, von der Optik, finde ich das jetzt nicht so schön, muss ich mal sagen. Da finde ich jetzt zum Beispiel das E1000, von der Optik halt her schöner, oder halt das E900 oder E900 Pro, was ich euch mal zeigen kann, ja, finde ich da von der Optik etwas schöner. Aber, wie gesagt, bei dem haben wir jetzt hier nur, bei dem E900 und E900 Pro haben wir Klinkeanschluss. Bei dem E1000, ja, haben wir einen USB-Anschluss. Aber hier haben wir die eierlegende Wollmilchsau. Das ist geeignet für PS5, für PS4, Xbox One, Xbox Series S, Series X, Nintendo Switch und PC. Also Mac, dann denke ich mal auch. Entschuldigung. Deswegen wollte ich das unbedingt testen und vorstellen. Weil ich weiß, es gibt viele von euch, die halt eine Xbox und eine PlayStation haben oder ein PC und eine PlayStation oder so, ja, alles haben. Oder eine Switch, PlayStation, Xbox und PC haben. Und die suchen ein Headset, was sie halt für alle Sachen nutzen können. Das geht für alles. Hoffe ich jedenfalls. Also steht jedenfalls drauf. Wir werden uns das auch gleich angucken. Hat auch LED-Licht. Und hier sehen wir dann praktisch, dass hier ein Kabel langkommt und da haben wir dann ein Klinkekabel, also ein 3,5 mm Klinke und ein USB-Kabel. Für PCs, die jetzt diesen einen 3,5 mm Klinke nicht unterstützen, bräuchte man dann natürlich eine Y-Weiche. Ja, mein PC hat jetzt so ein Ding nicht, aber ich habe den Headset-Halter von IKSA, der hat einen davon. Da würde das gehen, weil mein PC hat separat Kopfhörer und Mikrofon. Aber vielleicht ist ja auch eine Weiche mit bei. Das werden wir uns jetzt erstmal angucken. Oh, das ist schon mal ein Unterschied. Im Gegensatz zu den anderen Headsets. Wir haben eine komplett andere Verpackungsart. Also das Headset ist nicht einfach nur drinne, sondern wir haben hier oben eine Papphülle.
Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BA. Ist das nicht der Konami-Code? Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Aber ich glaube, das war der Konami-Code. Mal gucken, vielleicht hat das ja was zu bedeuten. Und hier auch mit der, mit dem Lila. Also ich finde es vom Gestalte schon, sieht schon ganz schön aus. Wenn wir das mal auspacken. Die anderen sind einfach nur, die hätte es jetzt immer nur so im Karton drinnen gewesen. Ich bin auch gespannt, wie es in echt aussieht. Ach, wir haben hier keine Tüte mit bei. Ah, EKSA denkt an alles. Wie geil. Wir haben eine Y-Weiche mit dabei. Okay, wir gucken uns das Headset jetzt erstmal im Genauen an. Wir haben ein User Manual. Da wird auch wieder einiges erklärt. Gucken wir mal nach. Die PS4 ist mit abgebildet. Der Xbox-Controller ist mit abgebildet. Mac ist abgebildet. PC ist abgebildet. Und dann nochmal Erklärung zum Headset allgemein. So, aber nichtsdestotrotz gucken wir uns das jetzt erstmal genauer an. Und zwar haben wir dann praktisch hier ein geslieften Kabel. Moment. So, musste kurz unterbrechen, die große kam. So, wir haben auch hier wieder ein gesleeften Kabel. Hier haben wir praktisch das Adapterstück. Hier kommen dann zwei Kabel raus. Das ist einmal der 3,5 mm Klinke und der USB. Wobei ich denke, dass der USB nur für die Beleuchtung ist. Aber wir werden es sehen. Und wenn ihr sowas haben ja die meisten Laptops oder Mac oder so, die haben ja das oder Controller, wo das dann drin gesteckt wird. Und da ist ja praktisch, hier sind drei schwarze Striche. So, dass ihr das seht. Da ist praktisch Mikrofon und Stereo-Kopfhörer alles in diesem Klinkeanschluss. Wenn euer PC das nicht hat, EKSA hat das natürlich mitgeliefert. Wie soll es auch anders sein? So. Macht ihr diesen Adapter einfach da dran. So, richtig schön raufdrücken, damit es wirklich schön fest drauf ist. Und dann habt ihr hier einmal einen grünen und einmal einen roten. Naja, soll rot darstellen. Also orange, ich weiß nicht, welche Farbe das ist. Aber das sind so die Standardfarben. Und dann haben wir dann hier ein Kopfhörersymbol. Ich denke mal, ihr werdet das nicht so richtig sehen können. Und bei dem anderen ist hier ein Mikrofonsymbol. Das seht ihr aber schlecht. Die Kontakte sind vergoldet und hier seht ihr, dass es dann halt da nur zwei schwarze Striche für Stereo sind. Stereo-Mikrofon und Stereo-Kopfhörer. Und wenn ihr denn Licht haben wollt, müsstet ihr das. Ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr das hier am Controller anschließt. So. Und hier könnt ihr dann praktisch auch ein Verlängerungskabel anschließen und ach Gott, schon so einen externen Akku oder so anschließen zum Beispiel. Wäre auch möglich, dass ihr Licht habt, aber das ist jetzt egal. So, ich mache das jetzt erstmal nur beiseite schoben. Ich mache es nachher im nächsten Video komplett ab. Wir haben ja auch oben wieder schön gepolstert. Sehr schön. Auch die. Wobei. Bisschen, ich würde jetzt sagen, rein vom ersten Fühlen ist es ein bisschen dünner als beim E900. Hier in der Mitte ist dann grün. Da auch. Am Mikrofon auch. Das Mikrofon, das könnt ihr natürlich auch bewegen. Da kommen wir gleich dazu. Der Kabel ist natürlich fest im Headset drin verbaut. So. Und jetzt gucken wir uns das mal von der Seite an. So sieht der denn aus. Soll dann halt. Hier ist auch noch schwarz. Das leuchtet und leuchtet, soll dann halt so ein Gesicht darstellen. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auf der Verpackung sah es nicht so schön aus. Ja. Wem es gefällt. Aber ich finde da den Style halt vom 900, finde ich etwas schöner oder vom E1000. Den Style, den finde ich da etwas schöner. Aber das ist Geschmackssache.
gepolstert. Ja. Hier haben wir dann das Mikrofon. Ich mache mal so, dass ihr das seht. Ihr könntet halt biegen, könntet hoch und runter machen. Ich weiß nicht, ob es denn beim Hochmachen auch ausgeht. So, und dann könnt ihr das auch nah zu eurem Mund machen und auch wieder wegbiegen. Ja. Auch hier arbeiten sie dann mit den grünen Akzenten. Hier sind auch zwei Löcher. Ich weiß nicht, ob er Umgebungsgeräusche dadurch rausfüttert. Das werden wir dann alles im Testvideo sehen. Ich bin schon gespannt. Also nicht nur, dass wir das dann benutzen werden und testen werden in einem Testvideo. Ich werde noch ein zweites Testvideo machen, wo wir die Kopfhörer einmal so benutzen werden am Controller. Einmal mit diesem an dem Lade. Nee. An dem Kopfhörerhalter von EKSA, der beleuchtet ist, weil der hat einen 3,5 mm, wo der reinpasst. Und wir werden das am PC direkt testen mit dem Adapterkabel. Und wir werden es an dem Headset-Halter von EKSA auch mit diesem Adapter. Weil man kann, der hatte. Das, ich werde euch das Video oben mal verlinken. Das ist wirklich ein geiles Teil. Ihr habt so ein Klinkenkabel dran. Ihr habt zwei davon. Ihr habt zwei USB. Das ist wirklich richtig knorke und zusätzlich eine Soundkarte eingebaut. Also wir werden es einzeln testen. Wir werden es so dran testen. Wir werden es an der Konsole testen. Und da bin ich mal gespannt, wie die Qualität sein wird. Weil ich war ja bei dem E900 Pro war ich ja richtig erstaunt, die Mikrofonqualität, also bei dem Preissegment so gut, das hat mich sehr erstaunt, muss ich sagen. So, jetzt müssen wir das erstmal wieder hier wegpacken, weil ich habe Kinder und Katzen und so. Ich werde nämlich das Hardware-Video nicht heute gleich machen können, weil es schon spät ist. Na. Das werde ich dann morgen machen, wenn alle schlafen, wenn sie Mittagsschlaf machen. Und hier ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Oh. Na. Ja, mit dem Zusammenbauen habe ich es immer. Also das kriege ich nie hin, dass es so ist, wie es war. Warum auch immer. Ja, dann machen wir das einfach so. Warum? Also da wird ein Schuh draus. Oder andersrum. Ja, so passt das. Ha! Oh, das auch hier wieder so schön rein. Ach, jetzt habe ich das vergessen. Ich bin schon da sehr, 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 sehr neugierig auf den Test. Und sehr gespannt. Weil, wie gesagt, das 900 Pro hat mich sehr überrascht. In der Klangqualität. Im geringen Rauschen des Mikrofons, weil jedes Mikrofon hat ein gewisses Selbstrauschen und da hat mich das E900 Pro vom geringen Rausch echt wirklich und von der Klangqualität und von der Mikrofonqualität für die Preisklasse wirklich sehr, sehr stark überrascht. Aber nicht nur mich, auch den Rudi, den Grüße Rudi. Und ja, da bin ich mal gespannt. Das soll jetzt dafür auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Wir sehen uns wieder im Hardware-Test, wenn wir dann testen werden, also Hardware-Check, und im Hardware-Check 2, wo wir auch das Mikrofon genau testen werden. Und da werde ich euch auch ungeschönt, ohne Bearbeitung, reine Mikrofonqualität bieten können oder geben. Ich bin da mal sehr gespannt, wie es da abschneiden wird. Aber ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.